Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi. Und jetzt das Wetter mit Checker Tobi. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, uns erwarten sommerliche Temperaturen und schönes Wetter. Freunde, das ist die falsche Karte. Wir hatten doch gesagt, gutes Wetter. Nicht so. Ja, klar. Wolken und Regen und mach doch gleich noch ein Gewitter dazu. Naja, aber Meteorologinnen und Meteorologen, also die Leute, die das Wetter erforschen, die sagen eh, Sonnenschein ist das langweiligste Wetter von allem. Wolken sind viel, viel spannender. Ob das wirklich so ist, das finden wir heute raus, denn genau darum geht's heute, um Wolken. Kann ich noch ein bisschen Sonne haben jetzt? Ein bisschen, auf die Klappe. Danke für nichts. Wolken finde ich super spannend. Sie bedecken mehr als die Hälfte unserer Erdoberfläche und nehmen die unterschiedlichsten Formen an. Manche Wolken sehen aus wie zarte Federn, andere sind mehrere Kilometer hoch und wieder andere bringen die fürchterlichsten Unwetter mit. Wenn ich Wolken sehe, dann stelle ich mir immer vor, wie ich von einer Wolke zur nächsten hüpfe, mich da reinfallen lasse und es sich anfühlt wie kuschelige Lammwolle. Aber was oft so fluffig weich aussieht, ist tatsächlich nichts anderes als winzige Wassertröpfchen. Solche Gewitterwolken enthalten schon mal zwischen 20 und 100 Millionen Tonnen Wasser. Ich versuche heute, Wolken so nah wie möglich zu kommen und fahre dafür auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze. Dort checke ich mit Inga, wie Wolken entstehen. Mit der Meteorologin Gudrun finde ich raus, welche Wolke welches Wetter mitbringt. Und mit Anna baue ich mein eigenes Wolkenparadies. Also, seid ihr bereit? Dann kommt hier der Wolkencheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie entstehen Wolken? Was passiert in einer Gewitterwolke? Und wie baut man sein eigenes Wolkenparadies? Das checke ich für euch. Heute fahre ich auf die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands. Der Gipfel ist in fast 3000 Metern Höhe. Da oben ist man den Wolken ganz nah. Und da bin ich auch mit Inga verabredet. Sie arbeitet auf der Forschungsstation Schneefernerhaus, die gleich unter dem Gipfel der Zugspitze liegt. Hallo Inga. Hallo, servus Tobi. Hier oben erforschen Meteorologinnen und Meteorologen unser Klima und das Wetter. Und dazu gehören natürlich auch die Wolken. Der perfekte Ort also für meine erste Checkerfrage. Wie entstehen Wolken? Wow, das ist jetzt echt eine tolle Aussicht hier. Ja, super, gell? Dann schau da hinten, da kommen jetzt tatsächlich schon ein paar Wolken. Ah ja, genau. Und die sind auch ungefähr auf der gleichen Höhe wie wir gerade, ne? Ja, genau. Also wir sind hier jetzt ungefähr auf 2600 Meter Höhe, knapp unterhalb vom Zugspitzgipfel. Mhm. Und tatsächlich ist es schon so, dass wir jetzt heute Glück haben im Wetter, denn oft steht man hier auch mitten in der Wolke drin und dann sieht man gar nichts, es ist nur weiß. Wie fühlt sich das an? Es ist nass. Eine Wolke besteht ja eigentlich aus Wasserdampf, also nur Wasser. Kleinste Tröpfchen, die quasi in der Luft schweben. Das sehen wir uns jetzt mal im Kleinen an. Dafür brauchen wir eine Kochplatte und einen Topf. Wir haben ja unten jetzt gerade schon gelernt, dass eine Wolke in erster Linie aus Wassertröpfchen besteht. Mhm. Das heißt, wir brauchen natürlich als allererstes Wasser. Wasser habe ich hier. Genau. Sagt Stopp. Ja, Stopp. Gut. Das heißt, wir bilden uns hier quasi einen kleinen Minisee. Und wir sehen jetzt auch schon hier hinten, sind ja auch schon Wolken jetzt entstanden. Und auch das Wasser in den Wolken kommt natürlich irgendwie aus dem See, aus dem Fluss. Mhm. Man spricht dann von Verdunsten. Und der Verdunstungsprozess entsteht oder dafür benötigt man Wärme. Und die Wärme bekommen wir, was wir hier gerade gut spüren. Von der Sonne. Klar, die strahlt auf uns runter. Genau. Und die Sonne fängt jetzt eben an, das Wasser, das wir in den Seen, in den Flüssen haben, zu verdunsten. Mhm. Sie verdunstet jetzt auch natürlich unser Wasser hier aus dem kleinen See raus. Aber wir wollen das jetzt beschleunigen, weil sonst dauert das viel zu lange. Und deswegen machen wir hier die Herdplatte an und fügen quasi noch zusätzlich Energie, Wärme hinzu. In unserem Topf passiert also jetzt Folgendes. Wasser besteht ja aus vielen kleinen Wasserteilchen, den sogenannten Wassermolekülen. Je wärmer es denen in unserem Topf wird, desto stärker beginnen sie sich zu bewegen.
Sie brauchen jetzt mehr Platz und steigen nach oben. Wasserdampf entsteht. Diesen Prozess, wenn aus flüssigem Wasser gasförmiger Wasserdampf entsteht, nennt man Verdunstung. Guck mal, da sieht man es doch schon, oder? Der Dampf zerfällt. Ja, genau, der Dampf sitzt richtig raus. Hier entsteht jetzt Wasserdampf, der jetzt eben aufsteigt in den Himmel. Aber es kommen ja hier noch keine Wolken aus dem Topf, ne? Die müssen ja irgendwie da oben erst entstehen. Warum passiert denn das? Genau, es muss jetzt ein Prozess stattfinden, aus dem Dampf, aus der gasförmigen Phase, wieder flüssiges Wasser entsteht. Mhm. Weil das, was wir sehen, das ist ja dann Wasser. Ja? Ist das nicht unglaublich? Die Wolken am Himmel sind wirklich schwebende kleine Wassertropfen. Echt verrückt. Das können wir ganz gut zeigen, indem wir jetzt hier diesen Deckel drauf tun. Ja, der beschlägt jetzt. Der beschlägt und man sieht ganz, ganz schnell, dass sich hier jetzt auch wieder Wasser bildet. Man spricht hier von Kondensation. Ich drehe das mal um, dann sieht man das vielleicht ganz gut. Ja, ja klar, da läuft es ja richtig runter. Das läuft richtig runter. Das. Okay, also, Wasser verdunstet, wird zu Wasserdampf, steigt hoch und kommt jetzt hier gegen den Deckel. Und dann wird aus dem Dampf wieder flüssiges Wasser, nämlich Tropfen. Aber im Himmel gibt es ja keinen Topfdeckel, an den der Wasserdampf irgendwann anstößt und dann kondensiert, oder? Nee, natürlich nicht. Aber wir haben in der Höhe eben auch viele Kondensationskerne, sagt man. Das sind kleinste Partikelchen und an denen kondensiert jetzt der Wasserdampf. Ich glaube, das müssen wir uns mal genauer angucken. Nehmen wir mal an, die Pinnwand hier ist unser Himmel. Und überall in der Luft schwirren diese Kondensationskerne herum. Es können Sandkörner sein oder Blütenstaub, die der Wind aufgewirbelt hat. Mit dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen. So, und jetzt kommt also der Wasserdampf. Der steigt auf und hält sich dann daran fest. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wie vorhin an dem Topfdeckel steigt der Wasserdampf jetzt auf. Und wenn er da quasi drankommt, kondensiert er. Wenn sich immer mehr Wasserdampfteilchen an den Kernen festhalten, verbinden die sich und kondensieren dann zu Wassertröpfchen. Das heißt, es muss ganz viel von dem Wasserdampf nach oben kommen und sich Abermillionen von diesen Tropfen bilden. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir eben aus den vielen kleinen Tröpfchen große Wolken bekommen. Okay. Jetzt ist es aber doch so, aus manchen Wolken regnet es raus und andere sind einfach so am Himmel. Im Sommer zum Beispiel gibt es kleine Schäfchenwolken. Wann fängt denn so eine Wolke an zu regnen? Zunächst sind die Tropfen eben noch so mini, mini klein, dass die einfach noch zu leicht sind, um runterzufallen. Und dass jetzt wirklich ein Regentropfen aus der Wolke kommt, muss eben so ein Wassertropfen in der Wolke wachsen. Sprich, die gehen jetzt alle hier so zusammen und erst wenn der Tropfen dann groß genug ist, fällt er dann eben aus der Wolke raus. Als Regen? Als Regentropfen, genau. Okay. Du Inga, das hat großen Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank dafür. Super. Wolken bestehen aus Wasser. Es verdunstet, steigt auf und sammelt sich dann als Wassertröpfchen in der Luft. Gecheckt. Und Leute, auch Nebel ist nichts anderes als eine Wolke knapp über dem Boden. Ihr kennt wahrscheinlich den typischen Morgennebel im Herbst. Hier scheint die Sonne auf den noch feuchten Boden und erwärmt ihn. Dadurch verdampft der Tau und formt Wolken. Fertig. Leute, wisst ihr, was das ist? Ist eine Maschine zum Wolken herstellen. Und zwar sind das Wolken, die man essen kann und die süß sind. Und es geht um Zuckerwatte. Meine Lieblingswolken. Und das probiere ich jetzt aus. Für euch gibt es so lange die Mitmachfrage. Wie geht das jetzt? Wo ist man vor einem Gewitter sicher? A. In einem Auto. B. Im Schwimmbad. Oder C. Im Haus. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Als nächstes geht's auf den Hohen Peißenberg in Oberbayern. Hier steht das älteste Wetterobservatorium Deutschlands. Seit 240 Jahren beobachten die Meteorologinnen und Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst hier das Wetter. Eine von ihnen wartet da oben schon auf mich. Guckt mal, das ist Gudrun. Sie weiß ganz genau, was für ein Wetter die verschiedenen Wolkenarten mitbringen. Na dann, nix wie rauf. Hallo Gudrun. Hallo Tobi, grüß dich. Toll. Ja, wir haben einen Wahnsinnsausblick. Kannst du mir jetzt direkt sagen, was das für Wolken sind oder warum die da sind und all das? Ja, heute haben wir so typische Gewitterreste-Wolken, weil gestern Abend hat es hier in der Gegend kräftig gewittert. Ja. Da sieht man so ein bisschen, dass es so dass ein bisschen ausläuft und zerfetzt ist. Das nennt sich Stratocumulus, also so eine etwas
zerfetzte Haufen Wolke. Und man sieht so Wolken, die jetzt so ein bisschen so hochquellen, ja, die ein bisschen aussehen wie ein Blumenkohl. Ja. Das sind so typische Cumuluswolken, die bei so Sonneneinstrahlung entstehen. Also das heißt schon mal, ihr Profis sagt jetzt nicht, ach, guck mal, eine Schäfchenwolke oder die sieht aus wie ein Dino oder so, sondern es gibt komplizierte, spezielle Begriffe dafür. Genau, wir haben lateinische Namen für die Wolken, die so ein bisschen auch die Eigenschaften der Wolken umschreiben. Welche verschiedenen Wolkenarten es gibt und welche Eigenschaften sie haben, das erklärt mir Gudrun jetzt. So, das sieht doch super aus. Ja. Und sag mal, die Wolken, glaube ich, direkt da vorne wieder erkannt zu haben. Ja, die kennen wir schon. Das ist diese Cumulus. Die Cumuluswolke, genau, Cumulus-Wolke. Die Haufenwolke. Und was für ein Wetter bringen so Cumuluswolken dann mit? Das sind eigentlich hier typische Sommer-Schönwetterwolken. Also da passiert erstmal nicht viel. Es gibt natürlich Situationen, wenn diese Erwärmung sehr stark stattfindet, dass die so hoch wachsen und auseinanderfließen, können es durchaus dann auch Schauerwolken werden. Was haben wir da? Weil das sieht gar nicht so sehr aus wie so richtige große Wolkenmassen. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was schlechtes Wetter mitbringt. Nee, das sind Cirruswolken. Das sind so federartige Wolken, die sehr hoch sind. Das sind die Wolken, die ausschließlich aus Eis bestehen. Oh, wow. Dadurch sind die auch so fein und so gefedert. Okay, und ganz, ganz hoch am Himmel? Ganz hoch. Und weil es da so kalt ist, bestehen die aus Eis? Aus reinem Eis, genau. Verstehe. Bringen jetzt aber auch keine Regenschauer mit? Nee, so bringen sie uns keine Regenschauer mit. Zirren können allerdings, wenn sie sich zusammenfügen, Vorboten für schlechtes Wetter am nächsten Tag sein. Und da haben wir Meteorologen auch einen ganz coolen Spruch dazu, den kann man sich gut merken. Und zwar, Cirrus allein, das Wetter bleibt fein. Aha. Cirrus in Ketten, es wird regnen. Wetten? Sehr gut. Ja. Diese Wolken kennt ihr sicher. Schäfchenwolken. Cirrocumulus sagen dazu die Wetterexpertinnen und Experten. Diese Wolken gefallen mir wirklich gut. Viel besser zumindest als die hier. Das sieht ja wirklich nach furchtbar schlechtem Wetter aus. Ja, das ist ein Nimbostratus. Das ist eine typische Dauerregen-Schlechtwetterwolke. Aber das ist auch eine Wolke, ja? Ja. Weil man würde ja immer sagen, der Himmel ist ganz dunkel. Aber nee, da ist natürlich eine große, große Wolke. Ja, das ist halt wie eine Schichtwolke, wie so eine richtig abgeschlossene Schicht, wie so eine Decke, die man drüber zieht. Und der Nimbostratus bringt auch längeren, dauerhaften, ausgiebigen Regen mit sich, weil da sehr viel Wasser in der Wolke drin ist. Okay, Nimbostratus. Nimbostratus. Die mag ich am wenigsten. Und wisst ihr, welche Wolke ich auch nicht so besonders mag, sie aber super spannend finde? Die Gewitterwolke. Aus denen jagen Blitze und Donnerschläge über den Himmel und es regnet wie aus Eimern. Gudrun weiß eine Menge über Gewitter. Und deswegen kläre ich auch mit ihr meine zweite Checker-Frage. Was passiert in einer Gewitterwolke? Was hast denn du da hingehängt? Da habe ich dir mal meine Lieblingswolke mitgebracht. Das ist deine Lieblingswolke? Ja, das ist meine Lieblingswolke. Das ist ein Cumulonimbus, eine Gewitterwolke. Cumulus hatten wir ja vorhin schon. Das ist eine Haufenwolke und der Cumulonimbus ist so die größte Haufenwolke von allen. Mhm. Und die hat hier oben noch diese Verbreiterung, ja, wie so ein Amboss bei einem Schmied. Und daher kommt das Wort, weil die Leute früher geglaubt haben, dass dann der Himmelsschmied mit dem Hammer auf den Amboss haut und dann donnert und blitzt es. Ach krass. Deswegen ein Cumulonimbus. Im Himmel sitzt ja kein Schmied, sondern Blitz und Donner und all das kommt ja wirklich aus so einer Gewitterwolke raus. Was ist denn da drin los? Oh, da drin ist richtig viel los. Also da sind, diese Wolke musst du dir vorstellen, die ist so 8, 9, 10 Kilometer hoch. Wow. Also wirklich riesig. Und da sind Aufwinde, Abwinde und Elektrizität. Strom. Ja, Strom. In der Gewitterwolke. Ja. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber wenn so eine Wolke eine große Steckdose hätte, ja, könnte ich da einen Föhn anschließen, mir die Haare föhnen. Ja, du, dir und allen Menschen hier in der Umgebung auch noch, weil da ist verdammt viel Strom drin. Aber wie kommt denn Strom im Himmel in eine Wolke rein? Also ganz detailliert wissen das die Forscherinnen und Forscher auch noch nicht, weil es einfach so schwierig ist, in so eine Wolke reinzugucken. Mhm. Aber die Teilchen, die da umeinander fliegen, die reiben und stoßen aneinander und das erzeugt den Strom. Und das teilt sich dann so in Plus- und Minusteile auf. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie bei einer Batterie. Auf der einen Seite gibt es den Minuspol und auf der anderen Seite den Pluspol. Die jeweilige Seite ist dann negativ geladen bzw. positiv geladen. Also die Wolke möchte nicht, dass es hier Plus ist und dass hier Minus ist, sondern das soll neutral sein, im Gleichgewicht. Und die Blitze gleichen die Ladung zwischen dem Plus- und dem Minuspol aus. Also nochmal langsam. Die Wolke ist positiv und negativ geladen. Die Blitze sorgen dafür, dass sich diese Ladungen ausgleichen. Und wo kommt der Donner her? Ja, der Blitz, das ist ganz viel Strom. Und der saust durch die Luft und erhitzt die Luft durch diese
Energie, die er hat, in seiner Umgebung sehr, sehr schnell und sehr hoch. Mhm. Und diese Luft dehnt sich dann explosionsartig aus und das ist ein Geräusch, wie wenn so ein Luftballon platzt, halt nur viel, viel lauter. Okay, das heißt, der Blitz selbst macht den Donner. Genau, und dann kann man mit dem Blitz und dem Donner zusammen auch berechnen, wie weit das Gewitter noch weg ist von einem. Erzähl. Ja, wenn du den Blitz siehst, fängst du an zu zählen die Sekunden. Sagen wir jetzt mal zwischen Blitz, bis du den Donner hörst, sind es 21 Sekunden. Aha. Und nimmst das durch 3, hast du 7. Durch 3 sind 7. Und dann weißt du, das Gewitter ist noch 7 Kilometer von mir entfernt. Ach, das ist ja schlau. Und jetzt würde es dann blitzen, oder? Naja, aus der Wolke noch nicht so ganz, weil die ist irgendwie noch so ein bisschen zu blass. Damit es richtig blitzt und donnert und Gewitter gibt, würde die von unten viel, viel dunkler aussehen, weil dann viel mehr Wasser und viel mehr Niederschlag drin ist. Das können wir aber ändern. Gib mal die Farbe, bitte. So, jetzt ist doch eine 1A-Gewitterwolke. Ja. Danke. Und dann können wir es doch jetzt eigentlich mal blitzen lassen. Ja, das habe ich sogar für dich vorbereitet. Wirklich? Pass mal auf. Es blitzt! Und es donnert. Gudrun, das hat echt großen Spaß gemacht mit mir dir. Auch, danke Vielen dir. Lieben Dank für alles. Mach's gut. Du auch. In einer Gewitterwolke entladen sich negative und positive Teilchen. Dadurch entstehen Blitz und Donner. Gecheckt. Okay, stellen wir uns mal vor, gerade zieht ein Gewitter auf und ihr seid draußen. Dann ist höchste Vorsicht geboten, denn ein Blitzschlag kann tödlich sein. Aber keine Angst, sowas passiert nur super, super, super selten und es gibt ein paar gute Regeln, die schützen. Am allerbesten ist, einfach in ein Haus zu gehen. Denn die allermeisten Häuser haben einen Blitzableiter, der die eben lebensgefährliche Elektrizität eines Blitzes nimmt und in den Boden ableitet, wo sie dann verschwindet. Eine andere gute Idee ist auch, sich in ein Auto zu setzen. Denn auch die Karosserie von einem Auto ist aus Metall. Das leitet den Blitz in den Boden ab und innen drin ist man geschützt. Wenn jetzt gerade kein Auto oder Haus in der Nähe ist, gibt es trotzdem ein paar ganz wichtige Regeln. Ganz wichtig, raus aus dem Wasser und fernhalten von allem, was aus Metall ist. Deshalb ist tatsächlich auch so ein Regenschirm keine gute Idee, weil der ja häufig so eine Metallspitze hat. Und die zieht den Blitz an und das ist lebensgefährlich. Weg damit. Auch keine gute Idee, sich bei Gewitter unter einem Baum unterzustellen. Denn Blitze schlagen gern in den höchsten Punkt in der Gegend ein und das ist eben ganz oft so ein Baum. Stattdessen sollte man sich hinhocken, die Knie ganz eng zusammen machen, die Arme hier rumlegen und sich wirklich so klein machen, wie man kann. So. Denn je weiter Arme und Beine auseinander sind, desto besser kann der Strom durch den Körper fließen. Und genau das wollen wir eben nicht. Deshalb ist auch Wegrennen keine gute Idee. Sondern, auch wenn es vielleicht ein bisschen albern klingt, man sollte lieber mit geschlossenen Beinen ins Trockene hüpfen. Jetzt habe ich ja schon wirklich viel über echte Wolken rausgefunden. Zum Schluss will ich noch checken, wie ich mir kuschelige Wolken für zu Hause selber basteln kann. Dafür bin ich jetzt mit Künstlerin Anna verabredet und kläre mit ihr meine letzte Checkerfrage. Wie baut man sein eigenes Wolkenparadies? Soll ich dir direkt helfen? Ja, total gerne. Schau mal, nimm gleich mal den Stoff und breit den mal hier daneben aus. Die Stoffbahnen hier werden später unser Hintergrund oder besser gesagt unser Himmel. Aber es fehlt noch was. Genau, die Wolken. Die tupfen wir jetzt drauf, und zwar mit weißer Farbe und kleinen Schwämmchen. Das geht super schnell und ihr könnt es ganz einfach zu Hause nachmachen. Dabei entscheidet dann ganz allein ihr, welche Wolken an eurem Himmel zu sehen sind. Das sieht ja fantastisch aus. Super! Ich meine, komplett schmutzige Hände jetzt. Aber ja, man sieht, dass wir was getan haben, gell? Genau. Dann jetzt aufhängen. Mach mal. Sehr gut. Und damit das schneller geht, helfen uns meine lieben Kollegen dabei. Na, erkennt ihr, für welche Wolken wir uns entschieden haben? Genau, für die Cumuluswolken, also für die schönen Wetterwolken. Ich mag die einfach am liebsten. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir Luftballons aufpusten. Wir bauen nämlich jetzt eine Wolke. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir einen Wettbewerb draus machen, wer zuerst 3 Luftballons aufgepustet hat? Super. Außenplätze? Fertig, los. Die
Sie sollen prall gefüllt sein, gell? Das ist prall gefüllt. Wie kannst du denn das so schnell machen? Okay, Mist, ich glaube, Anna hat gewonnen. Anschließend binden wir die Ballons zusammen. Und dann kommt das Beste. Wir streichen Tapetenkleister drauf und umwickeln die Ballons mit Küchenrolle. Dabei ganz vorsichtig sein, damit sie nicht platzen. Du sag mal, es ist ja schon so, dass wir Menschen irgendwie, glaube ich, eine Faszination dafür haben. Mir geht das so, einfach in die Wolken zu gucken. Ja. Und diesen verschiedenen Formen irgendwie so hinterher zu blicken. Woran liegt denn das? Ja, das ist ja auch unheimlich spannend, also was da alles passiert im Himmel und wie sich die Wolken verändern. Und das hat ja auch schon immer die Künstler inspiriert. Und das hat damit zu tun, weil unser Auge drauf geschult ist, in Strukturen Sachen wiederzuerkennen, die uns bekannt sind. Mhm. Wie zum Beispiel Gesichter oder irgendwelche Formen. Und so was Ähnliches passiert jetzt auch. Wenn du zum Beispiel in die Wolken schaust und erkennst irgendwelche Gesichter drin oder irgendwelche Tiere, ja. Das ist genau dieses Prinzip. Ja, da spielt das Gehirn einfach uns so einen kleinen Streich. Ach so, na klar. Sehen wir zum Beispiel solche Wolken am Himmel, dann vervollständigt unser Gehirn die Wolke zu etwas, das wir kennen. Eben einem Herz oder wie zum Beispiel hier zu einer Ente. So, und damit die Wolke richtig kuschelig wird, bekleben wir sie noch mit ordentlich viel Watte. Für den Himmel eignen sich blaue Stoffbahnen, Farbe und Schwämme. Für die Wolken braucht ihr Luftballons, Kleister, Küchenrolle und Watte. Gecheckt. Ich präsentiere die größte Zuckerwattenwolke der Welt! Nicht ganz. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen üben. Für euch gibt es jetzt auf jeden Fall die Antwort auf die Mitmachfrage. Aber dafür besonders gut. Ich wollte heute von euch wissen, wo ist man vor einem Gewitter sicher? A. In einem Auto? B. Im Schwimmbad? Oder C. Im Haus? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Am allerbesten ist, einfach in ein Haus zu gehen. Denn die allermeisten Häuser haben einen Blitzableiter, der die eben lebensgefährliche Elektrizität eines Blitzes nimmt und in den Boden ableitet, wo sie dann verschwindet. Eine andere gute Idee ist auch, sich in ein Auto zu setzen. Denn auch die Karosserie von einem Auto ist aus Metall. Das leitet den Blitz in den Boden ab und innen drin ist man geschützt. Richtig sind also die Antworten A und C. So, liebe Leute, wir haben die Wolken aufgehängt und ich finde, es sieht fantastisch aus. Total schön. Und weißt du, was das Beste ist? Was denn? Das kann jeder zu Hause nachmachen. Das stimmt. Wenn ihr Bock habt, bastelt euch ein Wolkenparadies. Und mit dir war es richtig cool heute. Mit Vielen der Dank. Autobi. Das Einzige ist nur, ich habe jetzt keine echten Wolken angefasst, aber das mache ich noch. Das da fühlt sich mindestens genauso gut an. Das Einzige, was noch fehlt, ist Schnee. Aber keine Chance hier, nee, oder? Drin mit unechten Wolken gibt es natürlich keinen Schnee. Schade. Schnee! Also, liebe Leute, das war's vom Wolkencheck. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Manchmal flint.